Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ja, am Sonntag vor unserem sonntaglichen Mittagessen waren wir in Friedberg und zwar in der Bahnhofsbuchhandlung und haben die geplündert. Hat ja auch ein Plündermeister dabei. Ja. Ja, Gott sei Dank hat er nicht gebrandschatzt, sonst hätten wir die Hefte nicht bekommen. So, und zwar habe ich da ein Heft aus dem letzten Jahr entdeckt. Das Ding hat 192 Seiten, ist also so eine dicke Schwarte. Da drin befinden sich Comics und noch viele, viele andere Sachen. Ist aus dem Jahr 23, das ist die Nummer 223. Gut zu wissen, da gibt es garantiert noch eins. Kostet 5,99 Euro. Ich habe das da liegen sehen, denke ich, muss mal gucken, was das ist. Ja, es ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Ein geiles Teil. Und zwar beinhaltet das einige ganz tolle Sachen. Wenn ihr zum Beispiel mit den Kindern im Urlaub unterwegs seid und die sollen im Endeffekt beschäftigt sein hinten auf dem Impfung, dann gebt ihm das Ding hier. Der halbe Urlaub ist der damit beschäftigt. Genau. Ich habe es mit Christian ausprobiert. Der ist jetzt noch am Rätsel lösen. So, was ist da alles drin? Ganz einfach. Es sind Comics drin. Ja, es sind zwar ältere Comics, dann jede Menge Rätsel. Ja, leichte, auch ein bisschen schwerere, ein bisschen anspruchsvolle. Ich werde mal sehen, dass ich das irgendwie so ein bisschen hinkriege. Und dann wieder Comics. Und zwar auch hier Abenteuer von Idefix, die es auch in den Büchern gibt oder beziehungsweise in den Filmen. Ja. Die Bücher sind nichts anderes als die Filme. So. Ja. Dann die Erklärung, wer was ist, wenn ja, warum. So. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. So, dann hier unsere Lieblingsgegner, ne, von den Galliern. Die Piraten. Die Piraten. Oh ja. So, dann geht es hier wieder weiter mit einem Irrgarten. Suchbild. So, was haben wir dann noch Feines? Cäsar muss auch dabei sein. Nicht der aus der Schweiz, sondern der hier. So, dann gibt es auch Listen über Lebensmittel, die hier dann bebildert und beschrieben werden, damit die Kinder dann auch noch was lernen, wie das Lebensmittel aussieht. Und wie gesagt, jede Menge Rätsel. Und dann auch was für die Bildung. Hier zum Beispiel mal über Weihnachten etwas. Dann übers neue Jahr. Übers China neue Jahr. Ja, wunderschön. Ja, also hier über den Karneval. Dann so kleine Bilder von Norwegen. Wenn ich zu schnell bin, haltet einfach das Video an und betrachtet euch diese Bilder. Oder geht in den Zeitschriftenhandel und versucht das Ding zu erwerben. Ihr müsst mal bei eurem Zeitschriftenhändler mal nachfragen, ob der so ein Buch, wenn der es nicht normal in der Dings hat im Verkauf, der kann das nachbestellen. Ja. Und dann geht er hin und holt es ab. So, hier gibt es dann nochmal was über die Wikinger. Dann hier über Tiere. Ja, auch das Muffeltier, also das Stinktier. Ich finde es schön, ich finde es super. Also es ist alles drin, was das Herz begehrt von dem Kind. Ja. Und dann hier zwei Rezepte. Einmal eine Kürbis-Karottensuppe und dann rote Fruchtgummis, wie man die machen kann.
Zutatenherstellung, alles dabei. Könnt ihr mit euren Kiddies dann mal zu Hause machen, also die Küche ordentlich versauen. Ja. Dann wieder ein Comic mit Idefix. Die Comics sind nicht nur kurz, das sind auch welche dabei, die sind schon ganz schön lang für den Preis. Also es ist ein Potpourri vom Feinsten. Und hier mal ein Überblick über die weiße Iris. So eine kleine Vorschau. Und wieder ein Comic. Ist ein kurzer Comic, aber doch schön. Zank und Streit im Dorf. Und wieder geht es weiter mit Rätseln. Buchstabensalat haben wir auch dabei. Man muss nur Salat sagen und dann wird Clemmy wach. Ich finde es toll, was hier abgeht. Suchbilder. So, und dann haben wir hier wieder ein Asterix und Obelix. Comic, sehr lang. Danach kommt dann wieder ein großes Suchbild. Und wieder Rätsel. Und dann gibt es noch etwas anderes. Goscinny und Uderzo haben auch noch andere Comics gemacht. Und hier ist mal so ein Comic hier, Luc Junior. Der ist sogar abgeschlossen, der Comic. Man kriegt da nicht nur, man kriegt eine Leseprobe, ja, aber eine abgeschlossene. Mit einem offiziellen Ende und Ruhe. Habe ich zum Beispiel noch nie was davon gehört. Tja, ja, die sind schon ein bisschen tot, die Leute. Ja, leider. Ja. Aber die haben bombige Arbeit geliefert, das weiß ich mit Sicherheit. Ja. Die haben mich schon als Kind, haben die mich erfreut. Asterix und Obelix, ich sag's wieder mal, ich habe schon oft genug erwähnt, war in damals in den Fix und Foxy Heften, waren die bekannt unter Sigi und Barabbas und sind dann später hier in Deutschland Asterix und Obelix genannt worden. Waren super, super Geschichten. Hab mich immer drauf gefreut. Als Kind. Ja, ich war auch mal kleiner. Ja, gibst du kanntest die Tomarex und noch selber. Ja, Logo. Ja, und dann das übliche Ende immer, ne? Ja. Das Fest. Einer hängt irgendwo rum. Dann wieder ein Comic mit Asterix und Obelix. Und dann kommen wir zu den Auflösungen. Hier ist der Comic zu Ende. Und hier kommen dann die Auflösungen der Rätsel. Also von mir bekommt dieses Buch, man kann nicht Heft sagen, ist schon ein Buch, eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Und wie gesagt, das ist aus 23. €5,99. Im Bahnhofsbuchhandel bestimmt zu erhalten. Der hatte noch 4 oder 5 Stück. Ja. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Also so viele Rätsel, Spaß, Comic und sowas findet man für den Preis echt selten. Ganz selten. Auch Informationen und so weiter. Und dann, ja, einmal quer durch die Bank. Es steht ja auch hier vorne drauf, was da alles mit drin ist. Ja. Fragt einfach in eurem Buchhandel des Vertrauens nach Asterix Max. Wenn ihr sowas haben wollt, fragt dort nach. Die besorgen es euch bestimmt. Ja, schreibt uns mal eure Meinung, wenn ihr das Ding kennt, unten rein. Und wenn nicht, was ihr davon haltet. Ich meine, ich habe euch jetzt einen kleinen Überblick darüber gegeben. Ja, und wir wären an eurer Meinung auf jeden Fall interessiert. Ich liebe Comics. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit wir sehen uns im nächsten Video, egal was es ist. Buchvorstellung, Klemmbausteine, Elektronik und so weiter. Tschö, Leute. Tschüss.